Moin moin, ich bin's wieder, Rico, Hobbykünstler von Penguin Fine Art. Passend zur Hitzewelle gibt's heute ein Winterbild, gezeichnet in Acryl. Aufgrund der Bildgröße habe ich heute zur von mir eher nicht mehr so geliebten Leinwand gegriffen. An der Leinwand stört mich hauptsächlich, dass die mir etwas zu grob ist und vor allem Dingen gerade beim Tupfen oder auch großflächigen Verläufen zu stark nachgibt oder federt, was das Ergebnis dann doch stark beeinträchtigt. Da zeichne ich eher auf festen Untergründen, wie meinen Malplatten. Nach einer groben Vorskizze blocke ich zunächst die Farbflächen grob rein, um einen besseren Eindruck der Farben und vor allen Dingen der Kontraste zu haben. Nach dem ersten Blocking zeichne ich parallel den Himmel und das Wasser ein, da diese aus der gleichen Farbmischung bestehen. Ich mische dafür das Cerulean Blue mit Burnt Sienna, was im Wesentlichen den Effekt hat, das Blau etwas abzustumpfen und ihm die Leuchtkraft zu nehmen. Denn wir haben einen kalten, leicht bedeckten Wintertag. Da leuchten die Farben allenfalls phasenweise. Und zum Hintergrund angesichts der Atmosphäre ohnehin immer schwächer. Dem Gemisch gebe ich noch etwas Neutralgrau hinzu, was im Wesentlichen den gleichen Effekt hat und Himmel und Wasser im Übrigen verbindet. Der Himmel ist mit Weiß stark aufgehellt, zum Horizont hin aber dunkler. Das Wasser geht diesen Weg weiter und ist insgesamt noch dunkler und etwas farbiger, indem ich nicht ganz so viel Burnt Sienna und Grau hinzumische. Im Gegensatz zum Himmel wird die Mischung nach unten und zum Strand hin heller, bildet daher einen herrlichen Kontrast zum dunklen, noch schneefreien Strand, welcher ohne den Schnee nur mit dem Burnt Sienna und dem Cerulean Blue dunkel abgemischt wird. In den Überlappungsbereichen Himmel-Wasser und Wasser-Strand trage ich die jeweiligen Farben stark verdünnt jeweils überlappend auf, um so einen unscharfen Hintergrund zu suggerieren. Kein scharfes Detail darf vom Vordergrund, dem Mädel und den Handschuhen ablenken. Dann setze ich auch schon den Schnee auf. Dafür gibt es ebenfalls die Wasser-Himmel-Mischung, wobei die etwas bläulicher gehalten und natürlich extrem stark aufgehellt wird. Nicht rein weiß, das bleibt einigen Reflexionen vorbehalten, aber doch schon wirklich hell. Im oberen Schneebereich deute ich Details wie die Schneeriefen mit fast reinweiß nur ganz grob an, genauso wie die Schneeschatten mit der Schneemischung, die dafür etwas weniger aufgehellt ist. Unten, unter den Handschuhen, läuft der Schnee in die Schärfeebene der Frau aus, sodass die Details schon deutlicher werden, je weiter sie sich dem unteren Bildrand nähern. Im Wesentlichen jeweils eine helle Oberseite mit einer dunkleren Unterseite suggerieren kleinere Schneewehen oder Fußspuren. Hierbei müsst ihr nur die Richtung des Lichteinfalls beachten. So einfach geht Schnee. Und dann geht's endlich richtig in die Schärfeebene. Angefangen habe ich mit den Handschuhen. Das dunkle Leder ist wiederum aus der bisherigen Blaumischung und Schwarz zusammengesetzt. Ganz simpel und Stück für Stück wird, wie in einem Schwarz-Weiß-Bild, lediglich der Kontrast herausgearbeitet, indem ich die hellen Bereiche immer heller und die dunkleren immer dunkler mache, bis der gewünschte Kontrast zwischen beiden erreicht ist. Die Handschuhe fand ich insoweit am dankbarsten, weil man allein mit hell und dunkel wie fast bei einer Bleistiftzeichnung fix einen realistischen Eindruck erzeugen kann. Dann geht's an den Mantel, dessen dunkle Kanten ich vorher im Blocking bereits angelegt habe und insoweit nur noch mit der entsprechenden Textur und Farbe versehen muss. Wieder nehme ich dieselbe Mischung, gebe jedoch noch etwas Bronze hinzu. Nachdem die erste Farbschicht drauf ist, tupfe ich mit einer abgedunkelten Version der Farbmischung, die je nach Helligkeit des Untergrundes eben auch entsprechend heller oder dunkler ist, und kreiere so die Fussel auf der Jacke. Das mache ich einmal mit einer jeweils dunkleren Schattenfarbe als im Untergrund, und einmal mit einer helleren Lichtfarbe, die sich voneinander nur im Weißanteil unterscheiden. Diesen Vorgang wiederhole ich so lange, bis der Gesamteindruck letztlich stimmig ist. Dann werden die Schattenkanten an den Knopfleisten zum Beispiel hart eingemalt und geben dem Tupfenwirrwarr damit auch die gewünschte Schärfe. Erst damit wirkt die Jacke wirklich realistisch. Dann geht's ans Gesicht. Die erste Vorzeichnung habe ich fix wieder übermalt, damit dabei wohl irgendwie einige Proportionsfehler unterlaufen sind, die das Mädel dann doch zu komisch haben wirken lassen. Aber dann geht's wirklich los.
Als Grundfarbe habe ich das Burnt Sienna genommen und mit etwas Blau minimal abgestumpft und insgesamt kräftig mit Weiß aufgehellt. Mit dieser Farbmischung taste ich mich dann an die Details heran, wobei ich die Farbmischung mit noch etwas mehr Blau und weniger Weiß in den Schattenbereichen versehe. Dann folgt Schicht um Schicht, in denen ich die Schatten- oder Lichtpunkte jeweils hervorhebe und gleichsam aber mit weichem Rand unschärfer werden lasse. Nur die Augen selbst sind scharf gehalten. Zum Ende hin habe ich mit dünnen Lasuren der Farbmischung, die ich teilweise mit minimal Rot oder Porträt Pink eingefärbt habe, die Haut hier und da etwas getönt, damit sie lebendiger wirkt. Für die Lippen setze ich auf Cadmium Rot und Blau, wobei ich die Lippen dann in späteren Schichten aufhelle, indem mehr Weiß zur Mischung kommt. Zudem werden die Fältchen auf den Lippen mit der helleren Mischung und einem Detailpinsel fein angedeutet. Das Gesicht wird dann durch die braunen Haare eingefangen, die ich mit einem Detailpinsel in Strähnen aus der jeweils leicht abgeänderten Burnt Sienna Rot- und Blaumischung draufsetze. Auch hier am besten in mehreren Schichten arbeiten, um das Glänzen der Strähnen besser herausarbeiten zu können. Die Mütze wiederum ist fast tiefschwarz und wird lediglich durch weiße Tupfen, welche den Schnee suggerieren, geformt. Dort, wo das Mützenfell rausschaut, sind es Weißtupfen, also Schneeklumpen, die sich im Fell verfangen haben, und an der übrigen glatten Mützenoberfläche nur reingekratzte Weißflächen, welche den Stoff und die Lichtrichtung betonen. Dann der größte und deshalb nicht weniger aufwendige Teil des Bildes, die weichen Vordergrundhandschuhe. Dafür habe ich zunächst die Untergrundfarbe deutlicher reingesetzt und dabei gleich die Schatten der Falten und Innenseiten der Handschuhe mit einer abgedunkelten Version der Grau-Blau-Mischung reingesetzt. Jetzt folgt, wie bei der Jacke, ein wildes Rumgetupfe mit der im Vergleich zum Untergrund jeweils leicht abgedunkelten Farbmischung und im Anschluss mit der leicht aufgehellten Farbmischung, um ein gleichmäßiges Lichtbild zu erreichen. Auch hier geben erst die kräftigeren Nähte der Handschuhe die für einen realistischen Bildaufbau notwendige Schärfe. Dann wird so lange mit dem Detailpinsel rumgetupft, bis die Geduld des Meisters erschöpft und das Bild irgendwann als fertig empfunden wird. Nun ist aber wirklich genug getupft. Ich hoffe, euch gefällt's. Falls ihr Fragen oder Anregungen oder auch Tipps für mich habt, dann immer gerne her in die Kommentare damit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal oder in einem meiner anderen Videos. Euer Rico.